Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Pure Lay Adventskalender, der sich hier befindet. Yay, der ist nämlich jetzt verfügbar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ihn jetzt zugeschickt bekommen und freue mich da mega drüber. Ich habe den hier in der Schmuckfarbe Gold und ja, der kostet 189,90 € und hat einen Warenwert von 905,50 Euro. Das ist der helle Wahnsinn. Das sind alles so Schmuckstücke, die ich so im Online-Shop sicherlich nicht finden werde. Deswegen werde ich es heute mal lassen, dass ich euch die Preise einblende und verlasse mich da einfach mal auf das Wort von Pure Lay. Wie gesagt, ich habe ihn zugeschickt bekommen und möchte in diesem Video einen selbstbefüllten, vor allem Beauty-Adventskalendern, einen von euch verlosen. Einfach, weil ich meine Freude mit euch teilen möchte. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Ich war eben schon beim Auspacken des Adventskalenders aus seiner Umverpackung schon echt begeistert. Der war in Seidenpapier eingewickelt. Dann war da eine Umverpackung drumherum, wo die fünf Elemente von Hawaii, Feuer, Wasser, Erde, Luft und Aloha quasi ja, nochmal schön dargestellt worden sind. Und wir haben hier auch 25 Schmuckstücke drin, 25 Kläppchen und in dem Sinne auch 5 Schmucksets. Und ich bin einfach super gespannt. Also sehr schöne Umverpackung, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Hier haben wir auch tatsächlich 5 große Boxen, wo wir halt die 5 Elemente auch nochmal sehen, ne? Und wenn man sich den hinstellt, dann sieht er nochmal ganz besonders aus. Denn der wird so fancy zur Seite geklappt, ganz aufregend. Wir starten hier am 1. Dezember und da kommt direkt auch schon das Element Air, also Luft, daher mit einem Schmetterling als Symbol. Richtig schön. Und hier stehen auch Sprüche tatsächlich drauf, aber auf Englisch. Ich glaube, mein Element als Zwilling ist auch tatsächlich Luft. Und ich bin halt auch so ein freiheitslebender Mensch. Ich wäre am liebsten ein Vogel, das ist echt so. Aber leider habe ich nur einen Vogel, ich bin keiner. Das Ganze ist immer so schön eingepackt in diesen echt guten Säckchen. Die haben so ein bisschen was Jute-mäßiges. Und dann sind die Schmuckstücke hier auch noch einzeln eingepackt in so einem Papier, dass da nichts irgendwie drankommt, ne? Und das ist schön. Das sieht aus wie so ein Fächer. Da haben wir so Ohrstecker drin und ja, die sehen wirklich aus wie Fächer, ne? Als würde man sich jetzt eine schöne Brise zufächern, damit einem nicht ja, zu warm ist bei 35 oder 30 Grad, yay. Und genau, das sind Stecker, wird bei mir sehr, sehr gut funktionieren und ich ja, finde die auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Übrigens geht zeitgleich mit meinem Video auch das von der wundervollen Nicole von Chiquitas Place Online. Grüße gehen raus und Liebe auch. Schaut gerne bei ihr vorbei für eine zweite Meinung, ne? Weil ich glaube, was Schmuck angeht, sind wir beide doch sehr unterschiedlich vom Geschmack her. Der 2. Dezember hat einen Spruch drauf vom Ozean und da gehe ich von aus, dass wir da natürlich was im Bereich Wasser drin finden werden. Und es sind direkt auch Ohrringe. Sehr passend zum Wasser haben wir so Tropfenohrringe und die sehen so aus, das ist auch richtig schön schlicht und ich muss gestehen, solche Stecker als Tropfen habe ich noch gar nicht. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die scheint ganz im Zeichen von Aloha zu sein. Und hier haben wir dann auch einen wunderschönen Ring. Oh, den mag ich. Den mag ich. Der ist größenverstellbar. Deswegen, ich setze mir den jetzt erstmal auf meinen kleinen Finger, weil da passt er jetzt gerade in der Größe so drauf, ne? Und das schaut einmal so aus. Das sind so, ja, 2 Bänder quasi. Und hier sehen wir das dann von unten, dass das größenverstellbar ist. Ne? Dann kann man den so einfach auseinanderdrücken oder zusammendrücken, auseinanderziehen oder zusammendrücken, so rum. Sehr, sehr hübsch. Hier haben wir die Nummer 4. Also ich finde, man kommt da auch echt ganz gut bei, ne? Also dass man da von oben so reingreifen kann. Get inspired by nature's beauty. Ist das jetzt Erde oder ist das Feuer? Ich denke Erde, Mutter Erde. Wow, was ist das denn? Wie cool. Das sieht crazy aus. Ich hoffe nur, dass mir das nicht zu sehr am Ohr rappelt, aber da kann man die Kugel dann ja auch optional abmachen und hat dann einfach so Kreolen. Das sind auch relativ ja, mittelgroße Kreolen, würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe relativ voluminöse Ohrläppchen, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, ne? Dass mir das halt nicht zu nah hier unten an die Haut kommt. Das sieht ja so abgefahren aus, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Das ist super witzig. Und genau, wenn du das dann aufmachst, dann kannst du die Kugel entfernen und hättest dann theoretisch nur halt so eine kleine Kreole. Mega schön finde ich die, weil ich die einfach, sowas habe ich noch nicht gesehen. Definitiv nicht. Der 5. Dezember, der Tag von Nikolaus. Grow and thrive every day. Das ist auf jeden Fall eine
Hier auch wieder, ne? So, hier so schön drin. Ein Armband. Ich kann das euch jetzt mal von der Länge her zeigen. Ich habe ja relativ breite Armgelenke, ne? Und so schaut es dann aus, wenn ich das anlegen würde. Und hier hätte ich dann halt immer noch so eine kleine Verlängerung. Genau, so schaut das einmal aus. Und da haben wir so Kugeln dran. Hier habe ich den 6. Dezember. Das ist Nikolaus und das darf gerne auch was Besonderes sein. Hier steht was von River. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier dann auch quasi wieder unser Wasser wiederfinden werden. Und auch hier wieder das schöne Säckchen. Ach so, man kann den Adventskalender übrigens in Gold, Silber, Roségold und Bicolor bestellen, wenn man möchte. Weiß ich gar nicht. Oder haben wir jetzt sogar verschiedene Ohrringe für verschiedene, weiß ich nicht, Elemente? Müssen wir gleich mal gucken. So schauen die auf jeden Fall aus. Die sind so ein bisschen gecurved quasi. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Das ist nicht komplett gerade, ne? Und das finde ich hübsch. Also definitiv auch mal was anderes. Sehr zurückhaltend und ich finde das auch zeitlos. Also das kann ich mir an mir persönlich sehr, 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 sehr gut vorstellen. Und auch vor allem so große Kreolen, das feiere ich ja generell, ne? Wenn wir jetzt nicht so winzige haben, eben wegen meiner Ohrgröße, sondern halt so ein bisschen was, bisschen mehr Platz. Hier habe ich jetzt die Nummer 7 und da steht was mit Erde drauf, dass man halt die Verbundenheit durch die Erde spüren kann. Und hier haben wir einen Ring drin. Okay, dann gehört dieses Set hier auch zur Erde, weil wir hier bei diesem Ring, den setze ich mir hier mal auf den kleinen Finger, der ist übrigens auch größenverstellbar, auch wieder diese Kügelchen drin finden. So schaut es einmal aus. Ich glaube, da könnte ich gegebenenfalls an dem ein oder anderen Haar dran hängen bleiben. Das ist manchmal bei Ringen bei mir so der Fall, ne? Aber ansonsten, ich finde den schön, wie gesagt, auch größenverstellbar, ne? Das ist immer super praktisch. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir definitiv was aus dem Bereich Wasser drin. Und kleiner Hack von mir. Du musst hier oben nicht das Ding lösen, weil das lässt sich sehr schwer wieder zusammenfummeln. Kannst du einfach von unten auch aufmachen. Und hier haben wir eine Kette drin. Das ist unsere erste Kette jetzt, ne? Ach, was ist das denn? Das ist ja crazy. Das ist ja schön. Oh, ich finde die schön. Ich habe so eine Kettenart noch nicht, also allein von den Kettengliedern hier, ne? Das ist so eine doppellagige Kette und unten dran befindet sich dann, das war ein Reim, ein Wassertropfen. Der passt natürlich richtig schön auch zu den Ohrringen, die wir ja schon haben und ich glaube, das kann richtig schön werden. Von der Länge her wird es dann so getragen aussehen. Hat hier hinten natürlich auch dieses Verlängerungsstück mit dran, wo man die halt in unterschiedlichen Längen tragen könnte, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendetwas aus dem Bereich Feuer freuen. Eine Kette. Oh, eine Schlangenkette. Da ist auch eine Verlängerung schon dran, dass man die halt entweder ganz eng als Joker tragen könnte oder ein bisschen länger. Ja, dann habt ihr jetzt ja auch ungefähr schon die Vorstellung von der Länge, aber man kann sie halt richtig eng noch als Joker tragen. Nee, kann man nicht. Ich dachte, man könnte das hier oben abmachen. Nö, kann man nicht. Hä? Warum ist denn das da dran? Für optische Zwecke vielleicht. Weil das kannst du jetzt nicht öffnen. Ach so, nee, Blödsinn. Du kannst es natürlich auch hier nochmal dran machen. Dann hast du es halt so nochmal ein bisschen enger und hast hier hinten dran dann quasi nochmal dein Verlängerungsteil. Und diese Schlangenkettenart finde ich persönlich auch echt schön, weil das Ding bei, also ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass hier so ein paar Haare bei mir dran hängen bleiben. Ne? Das ist bei mir bei Schlangenketten manchmal einfach der Fall. Aber ich glaube, dadurch, dass wir das hier nicht platt haben, sondern halt so als eckig, ne? Das ist ja quasi ja viereckig, liegt das nicht so platt auf der Haut und dann muss, also ich habe sonst bei Schlangenketten manchmal das Gefühl, dass wenn es dann halt auf der Haut liegt, dass es so pappt. Und ich glaube, dass das hier das nicht machen wird und ich glaube, dass es angenehmer sein wird. So. Und das ist auch eine schöne Kette, die man zum Layering auch verwenden kann. Auch in der Nummer 10 darf es mit Feuer weitergehen, denn hier darf man seine innere Flamme finden. Oh, hier haben wir einen Anhänger drin. Und da ist dann auch das Element Feuer wahrscheinlich drin verewigt. Das ist total glitzernd. Ist ehrlich gesagt jetzt vom Design her nicht ganz so mein Vibe, bin ich ehrlich, ne? Und den kann man sich natürlich auch an diese Kette dran machen oder an jede, die man halt so haben möchte. In der Nummer 11 geht es um Wachsen. Und da denke ich tatsächlich eher so an die Erde. Da haben wir unsere erste Schnapszahl jetzt vor uns. Ja. Das passt auf jeden Fall auch vom Design her zum Erdthema, oder? Es ist halt auch wieder, oder es ist, warte, es kann natürlich auch sein, das muss man dann einfach für sich individuell entscheiden, ne? Dass eins von den beiden Fußkettchen ist und das andere ein Armkettchen. Also da mein Armumfang jetzt nicht so super eng ist,
kann ich das für mich immer so schwer herausfinden. Hat auch ungefähr die gleiche Länge wie eben das andere Kettchen. Deswegen weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. So schaut es auf jeden Fall aus. Auch sehr besonders hier mit diesen Kugeln. Finde ich hübsch. Also so eine Armkette habe ich auch für mich noch nie gesehen. Und im Sommer trage ich auch wohl ab und an mein Fußkettchen. Wobei ich da auch nicht wirklich, also keine Ahnung, ob ich dann teilweise aus Versehen auch mal ein Armkettchen als Fußkettchen und ein Fußkettchen als Armkettchen trage. Ist ja eigentlich auch Peng, ne? Ist ja vollkommen Geschmackssache. Auch hier geht es um die Verbindung zur Erde am 12. Dezember, was ja irgendwie nicht so ganz die Halbzeit ist, was gleich der 13. sein wird. Den mag ich auch gerne leiden. Also der ist sehr schön gestaltet, auch hier mit diesen Kügelchen wieder. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich suche aktuell nach einem Ring, weil meine Finger haben sich einfach verändert nach der Schwangerschaft, den ich auf meinem an meiner linken Hand, an meinem Zeigefinger tragen möchte. Und da muss ich wirklich noch so ein bisschen schauen, welcher davon für mich auch am praktikabelsten so ist. Machen wir weiter am 13. Dezember und das ist jetzt wirklich die Halbzeit. Hier geht es um die Waves of the Ocean und das ist dann für mich definitiv Wasser. Und dann schauen wir mal, was wir hier drin finden. Ich glaube, Ohrringe wieder. Oh Gott, sind die schön. Die sind ja ausgefallen. Ist das unglaublich. Entschuldigung. Ich mag solche langen Ohrringe halt richtig gerne. Trage ich sowohl mit offenen Haaren als auch mit geschlossenen Haaren. Und hier haben wir halt diese Tropfen dran. Und unten sehen wir halt die Perlen. Oh, ich liebe Perlen. Die wir ja so auch im Ozean finden. Das sind natürlich keine echten Perlen, sind wir, ne? Aber wie schön. Wie schön. Richtig schön. Und die sind schön. Entschuldigung. Und ich liebe es einfach, wenn ich in Adventskalendern auch so Produkte finde, die ich jetzt so noch nicht irgendwie mal gesehen habe. Also so ganz ausgefallene Designs, aber gleichzeitig halt auch so klassische Designs, ne? Der 14. Dezember erzählt uns etwas von Atmen, also quasi, dass man mit jedem Atem das Leben mit neuen Möglichkeiten und Hoffnung füllen sollte. Und das würde ich dann bei der Luft auch entsprechend einordnen. Letztendlich, du kannst alles mit allem kombinieren, wie man das halt für sich entsprechend haben möchte. Und auch hier haben wir eine Kette wieder drin. Und das ist auch, glaube ich, eine doppelte. Nee, das ist eine lange. Die kannst du aber, also so als kleiner Hack gleich, ne? Also erstmal, hier sehen wir, wie die Kette aussieht. Die schaut so geswirlt aus. Das mag ich sehr gerne, ganz offensichtlich leiden. Denn das hier habe ich mir auf dem Rossmann-Event an den Arm schweißen lassen. Das kann ich nicht abnehmen. Und das ist halt genau so, halt auch so gedreht, ne? Finde ich wunderschön. Und wie gesagt, du kannst diese Kette entweder komplett, kann ich jetzt gerade nicht über die Mütze ziehen, komplett dir als lange Kette halt nehmen, ne? Und dann halt, einfach so lassen oder als Layering-Kette verwenden. Oder du kannst die Kette doppelt nehmen. Dann hast du halt einen wirklich sehr, sehr engen Choker. Das ist einem selbst überlassen. Oder was ich auch manchmal ganz schön finde, ist, dass man sowas halt einfach, da muss ich gleich nochmal dann aufmachen, ne? Doch, das geht aber auch so. Naja, so als Armband sich umwickelt. Beim 15. Dezember geht es um Feuer, um das innere Licht. Hier haben wir auch wieder in dieser Schlangengeschichte ein Armband drin. Und das Armband passt auch echt gut zu den Ohrringen zum Beispiel. Wir haben hier quasi auf einer Hälfte diese Steinchen und auf der anderen Hälfte sehen wir dann dieses Schlangenarmband. Und auch das kannst du dann in unterschiedlichen Größen tragen, wie man das gerne möchte, ne? Schön. Oh, guck mal. Und hier haben wir die, ich glaube, die ewige Flamme soll das dann quasi darstellen, ne? Nochmal so ein extra Steinchen, was man, wenn man zum Beispiel auch diesen Charm an die Kette dran macht, was sich da dann ja auch nochmal widerspiegelt. Beim 16. Dezember geht es ums Wachstum. Ich weiß nicht, vielleicht soll das auch Aloha darstellen. Keine Ahnung. Ich muss mal herausfinden, was das ist. Aber das scheint mir auch wieder so eine Schlangengeschichte zu sein. Das ist ein Fußkettchen. Weil guck mal, wie lang das ist, ne? Das ist doch relativ lang. Ich meine, ich würde es als Armkettchen tragen können, weil, ne, dann ist es halt ein bisschen länger. Aber es ist, glaube ich, wirklich ein Fußkettchen. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und da geht es um Aloha und um Leidenschaft. Hier haben wir einen Kettenanhänger drin und das passt natürlich jetzt natürlich richtig gut mit der Leidenschaft, ne? Ich weiß ja nicht. Also ich hätte mir gewünscht, dass wir weniger Anhänger und mehr komplette Schmuckstücke drin hätten, aber so kann man es halt auch irgendwie untereinander ein bisschen anders kombinieren, wenn man möchte. Die Nummer 18, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, dreht sich ganz um das Zeichen Luft.
Oh, so eine Y-Kette. Wir haben hier von den Kettengliedern her halt diese groben, ne, wie man das so bei Y-Ketten kennt. Und dann kann man hier unten halt dieses Luftzeichen oder diesen Mond, je nachdem, wie man das halt auch so hält, so da durchziehen. Und hier unten dran haben wir dann das Stäbchen, was man durchziehen kann. Also sonst habe ich halt bei den Y-Ketten, dass dieser Schisselaweng unten dann auch so, ne, zwischen die Hupis geht. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Die Nummer 19 lässt uns in unsere Aloha-Ära eintreten. Und das macht sie mit so einem verstellbaren Armband. Und da haben wir auch so einen Knoten unten dran. Ich habe auch Schmuck, der so ein bisschen in diesem Style ist. Das wirkt immer so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen boho-mäßig, ein bisschen maritimer, finde ich persönlich. Ne? Habe ich zum Beispiel auch auf dem Event mit Maxim da getragen als Armband. Tja, was die Nummer 20 uns als Element versprechen möchte, weiß ich nicht. Weil hier geht es einfach nur um einen... um Gedanken, die klar sein sollen, die, ja, man soll offen sein und die neuen Perspektiven und Möglichkeiten entdecken. Und hier haben wir Ohrringe drin. Das dürfte für mich persönlich Aloha sein. Das ist schön. Da haben wir diese Perle und dann diese Steinchen, diese Glitzersteinchen da unten drunter. Und das sind Ohrstecker. Ja, auch die 21 möchte, dass wir auf der Aloha-Welle surfen, riden, fahren. Und ja, hier passt natürlich noch eine Kette zu. Die hat mir noch hier gefehlt. Kann man theoretisch... Ja, da kann man theoretisch den Knoten nämlich hier auch wechseln, dass ich hier dann das Herzchen dran mache. Ne? Das würde bei so einer Kette auf jeden Fall funktionieren. So schauen die Kettenglieder aus. Das ist für mich eher so eine klassische Kette. Und hier unten sehen wir dann auch nochmal den Knoten und das dann in Kombination zusammen zu sehen mit diesem Armkettchen vielleicht. Das wäre ganz cool, ne? Am 22. Dezember geht es auf jeden Fall nochmal zur Erde. Oh, wie schön. Mm, das mag ich. Das sind sehr, 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 sehr geile Kreolen. Die sind offen, also offene Kreolen sind das, also dann quasi als Stecker. Ne? Und da haben wir halt diese ganzen Kügelchen dran. Und das sieht richtig edel aus und richtig schön. Das mag ich wirklich gerne leiden. Ne? Die haben auch eine schöne Größe. Das ist wirklich Claudi-Style. Das finde ich hübsch. Das ist, also das... ist gerade so mein It-Piece aktuell. Aber da ist ja jeder Jack anders. Ne? Das könnt ihr dann auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so am schönsten findet hier aus dem Adventskalender. In der Zwischenzeit schauen wir uns aber nochmal den 23. Dezember an. Da geht es um Feuer. Wir sollen das Feuer in unserer Seele spüren. Und hier haben wir auch als Ohrstecker die ewige Flamme. Das ist richtig, richtig hübsch. Richtig, richtig hübsch. Und die funkeln so hübsch. Wie oft kann man hübsch sagen? Ja. Mag ich auf jeden Fall echt gerne leiden. Ne? So schaut das aus. Und damit kann man echt tolle Akzente auch so setzen, finde ich. Also wenn man halt auch zum Beispiel relativ schlichte Ohrringe oder so trägt und das mache ich mir dann hier so vielleicht an die Seite ran, hat man da so einen kleinen Blinky. Heiligabend. Hier haben wir das Element Wasser nochmal am Start. Dass unsere Gedanken fließen wie Wasser. Oh ja. Und das ist auch wieder ein größenverstellbarer Ring. Der schaut so aus. Da haben wir zwei solche Perlen auch dran, ne? Und das ist auch so wave-mäßig. Und dann haben wir am 25. Dezember noch Aloha. Da fehlt uns... Was fehlt uns denn noch? Da ist bestimmt eine Kette drin, oder? Oh, ja. Wir haben hier auch relativ normale Kettenglieder. Ne? Hier oben auch so ein bisschen die Möglichkeit, das Ganze größenverstellbarer zu machen. Und dann haben wir hier so ein Y-Element dran, was man aber auch wegmachen könnte, um da zum Beispiel auch einen anderen von den Charms, die wir haben... Nee, können wir nicht dran machen. Nee, dann hast du da einfach nichts. Okay, und dann haben wir hier unten dran noch so eine riesige Perle. Und das meinte ich halt bei einer Y-Kette, ne? Wenn du halt sowas hast, die... baumelt die dann so ein bisschen zwischen den Hupis. Und das finde ich immer sehr hübsch. Da haben wir den Adventskalender von Piolet nun aus dem Jahre 2024 ausgepackt. Ich finde, hier sind auf jeden Fall schöne Schmuckstücke drin enthalten. Ja, die ich auch sehr gerne sowohl zu besonderen Anlässen als auch im Alltag tragen werde. Das Einzige, was ich jetzt hier wirklich kritisieren möchte, ist, dass die Ketten für mich etwas länger hätten sein dürfen. Ansonsten finde ich, dass wir hier richtig tolle Schmuckstücke drin haben, die sowohl basic-mäßig sind, also zum Beispiel halt diese Tropfen, als auch ausgefallener, wie jetzt zum Beispiel diese verschiedenen Kugeln an dieser Kreole, die ich übrigens hart feiere. Ein wunderschöner Adventskalender, den man sowohl selber, glaube ich, ganz gerne auspacken würde, als auch ihn zu verschenken. Ne? Also
Ich finde den ziemlich nice und ja, wie gesagt, ich verlinke euch den auch super gerne in der Infobox. Der ist ab jetzt verfügbar. Wie fandet ihr den Adventskalender? Was ist so euer Lieblingsschmuckstück? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ja, dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!